Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Upcycling-Video. Heute wieder aus meiner Urlaubslocation in Spanien. Ich möchte mit euch heute gerne so einen sommerlichen Jumpsuit für ein kleines Kind nähen. In dem Fall, meine Tochter ist 2,5, trägt Größe 92, ist aber individuell für euer Kind, nachdem ihr so ein paar Maße nehmt, beziehungsweise anhand von vorhandenen Klamotten die Maße nehmt. Ja, ich habe da einfach aus dem Secondhand-Laden eine Jogginghose, eine Schlabberhose mit diesem wunderschönen Paisley-Muster gekauft und entstanden ist dieser kleine Jumpsuit. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran. Stoffauswahl für diejenigen, die mir auf Facebook und Instagram folgen, die haben es ja schon gesehen, dass ich mich für eine Schlapperhose mit Paisley-Muster entschieden habe. Die habe ich hier aus einem Charity-Shop ganz günstig für 2,50 Euro erworben und ich finde den Stoff eigentlich ganz süß. Ja, jetzt habe ich meine Tochter da einfach mal reingesteckt, komplett die Beine angezogen und mir hier die Höhe der Beine abgesteckt. Ich möchte später die originalen Bündchen hier unten nutzen. Das heißt, die habe ich mir auch mal von der Breite her markiert, dass die dann auch eng anliegend an den Füßchen von meiner Tochter sind. Das heißt, hier muss ich das dann später abtrennen. Genau, dann schneiden wir uns hier einfach mal das Bein ab, übertragen das aufs andere, damit das wirklich gleichmäßig ist. Und schneiden uns das andere Bein auch ab. Jetzt ist die Hose in der richtigen Länge. Wie gesagt, hier oben, wenn ich meine Tochter das angezogen hat, geht sich das vom Oberkörper super aus, dass das hier oben unterm Hals dann ist. Dann werde ich mir jetzt hier die Bündchen, die ich ja später noch verwenden möchte, auch abtrennen, allerdings mit einer großzügigen Nahtzugabe von 1,5 cm, jeweils beide Seiten abtrennen und hier oben den Hosenbund, den trenne ich mir auch noch ab und zwar knappkantig, damit ich hier von der Höhe nicht viel verliere. Also den oben knappkantig und hier unten mit Nahtzugabe, weil ich die Bündchen später wieder hier hinnähen möchte. Dann seht ihr jetzt hier die zurechtgeschnittene Hose samt Oberteil und ich widme mich jetzt erstmal den Bündchen. Ich habe ja hier einmal an meinem Kind die Bündchenbreite abgesteckt. Das heißt, ich schneide mir das hier ab, drehe es dann rechts auf rechts und nähe es wieder zusammen. Dann habe ich wieder im Prinzip die passende Bündchenbreite. Das mache ich jetzt bei beiden Bündchen, schneide mir das hier ab. Drehe das Ganze rechts auf rechts, nehme einmal drüber und versäubere mit einem Zickzackstich. Nächstes habe ich hier meine vorgefertigten Bündchen, die auch passend sind. Jetzt sind die rechts auf rechts, hier unten ist quasi unten. Jetzt nehme ich die so und stülpe mir die hier so unten einmal drüber. Stecke mir vier Seiten fest, also die Nähte aufeinander feststecken, hier drüben auch und die Mitte von oben und unten. Und dann nähe ich das Ganze fest, indem ich hier immer etwas ziehe, also das obere Bündchen ziehe und unten gerade durchlaufen lasse. Alternativ könntet ihr auch jetzt euch das ganze Bein außenrum einmal aufrüschen.
entweder mit der Hand schon mal zusammenrüschen und dann später das Bündchen auch in der gleichen Art und Weise hier dann drauf nähen. Also wie ihr das lieber möchtet, entweder einmal zusammenrüschen mit einem Heftstich oder hier einfach die Seiten jeweils feststecken mit einer Klammer und dann festnähen. So, dann sind meine Fußbündchen jetzt angenäht. Jetzt schauen wir mal nach oben. Ich nehme mir ein passendes T-Shirt zur Hilfe und schaue, dass ich mir hier oben mal einen Anhalt raussuche für den Armausschnitt oben. Das heißt, ich werde mir jetzt hier mit Hilfe dieses kleinen T-Shirts hier oben einmal den Armausschnitt machen auf beiden Seiten. Einmal hier und einmal hier drüben. Jetzt versäubere ich mir hier die Armkugeln, indem ich einfach die rohen Kanten zweimal nach innen klappe. Einmal, zweimal und mit einem Geradstich hier außenrum festnähe. Dann habe ich jetzt meine Armausschnitte versäubert. Und ich habe mir jetzt noch zwei Gummis zurechtgeschnitten anhand von meinem Vorlagen-T-Shirt. Einmal hier die Vorder- und die Rückseite, auch jeweils hier für die Vorder- und Rückseite. Und das Ganze wird sich dann hier so ein bisschen zusammenrüschen. Und zwar nähe ich mir jetzt einfach hier noch einen Tunnel, wo ich den Gummi dann einfach dann später durchfädeln werde. Einmal auf der Vorderseite und das gleiche hier auf der Rückseite. Jetzt möchte ich bei mir, dass oben der Verschluss aus Bändeln besteht, die man zusammenbinden kann. Dann ist es in der Höhe auch noch ein bisschen variabel. Ich habe ja nur noch zwei Beine oder zwei Beinausschnitte übrig. Das heißt, aus denen muss ich mir jetzt die Bändel zum Zusammenbinden machen. Ich habe mir jetzt mal hier ein Bein aufgetrennt und jetzt werde ich mir hier aus jedem Teil das längste ausschneiden, also hier in der Diagonale zwei Bänder, die rechts auf rechts zusammennähen, durchziehen und dann habe ich zwei dünne Bänder. Wenn euch der Stoff nicht reicht, könnt ihr das natürlich auch einfach so rüber und in der Länge zusammenstücken. Mal schauen, wie sich das bei mir ausgeht. Ich werde auf jeden Fall mich jetzt mal an die Bänder machen. Hier oben ist der Gummi ja eingefädelt und ich habe die Gummis noch nicht festgenäht. Das mache ich dann in einem, wenn ich hier oben einmal die Bändel jeweils festnähe. Okay, dann kommen wir zum Endspurt. Ich habe jetzt hier meine vier Bändel von hier oben mit Hilfe eines Schaschlikspieß gewendet und die werde ich mir jetzt hier oben befestigen. Dazu lege ich mir die hier innen rein und nähe hier einmal drüber, entweder mit einem Zickzackstich oder wie ihr das möchtet, einfach vielleicht nochmal in der Naht drüber nähen, dass der Gummi fixiert ist und dass hier oben das Band fixiert ist und das auf allen vier Stellen. Ja, und dann sind wir im Prinzip auch schon fertig. Ich werde jetzt einfach noch hier oben die Bändel dann an meiner Tochter ausmessen, wenn die es anhat und dementsprechend kürzen. Aber ansonsten ist die Anleitung für diesen kleinen Romper bzw. für diesen Jumpsuit auch schon fertig. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, vielleicht auch mal sowas zu nähen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne auf Instagram oder Facebook folgen und da werde ich dann auch natürlich wieder ein Tragefoto von dem Ganzen posten. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Danke. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut.